Ich bin Joel Finn, neben mir ist Jeremy Baker. Genau. Und wir machen unter anderem im Zusammenhang mit Fairsharing.de ein bisschen Politik. Fairsharing.de ist eine Kampagne, die unter anderem von Attac, von der Jugend und von Föhnung auch mitgetragen wird. Und wir wollen ein bisschen erzählen, was Urheberrecht ist, beziehungsweise wie sich das in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hat, wie es sich weiterentwickeln könnte. Was man heutzutage noch alles darf oder auch nicht, wollen wir zumindest zum kleinen Anblick geben und wie für uns auch eine mögliche Zukunft aussehen. In den letzten Jahren zigmal geändert, ich glaube 12 Mal in den 10 Jahren. Und jetzt mit den EU-Richtlinien werden die laufend internationale Neuerungen eingebracht worden. Am schwerwiegendsten war die Umsetzung der Richtlinie 2001/29 EG, die steht auf mit dem Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft ins deutsche Recht umgesetzt wurde. Wo der Paragraph 53 eingeführt wurde, die Privatkopie neu definiert wurde und vor allem einfach Regelungen geschaffen werden sollen, wie man mit dem digitalen Datentransfer im Internet umgehen kann in der Zukunft zur Zufriedenheit aller. Also das war jetzt dort wahrscheinlich der Verbot der Umgehung des wirksamen Kopierschutzes. Dazu kommen wir später noch. Momentan ist auf Gesetzgebungsebene ein großes Hickhack darum, wie der zweite Teil des Urheberrechtsgebietes umgesetzt wird. Das wird immer unter erster und zweiter Korb subsumiert. Also der zweite Korb ist in der Mache gewesen, sollte auch schon im Sommer eingebracht werden. Dann gab es eben die Bundestagswahl. Jetzt haben wir zwar keine andere Justizministerin, aber eine andere Regierung. Und der Streit ist deswegen neu entfacht. Da komme ich nochmal später kurz zurück. Ja, wenn ich mir anschaue, also die Motivation der ganzen Sache, auch der ganzen Urheberrechtsverschärfung letzter Zeit, in den letzten Jahren und auch der ganze Anlass der Diskussion, ist eben einfach die Umsatzblockierung im Musikmarkt und auch die behauptete Umsatzblockierung im Filmmarkt, was so nicht stimmt, aber man kann ja mal meckern. Die eben dadurch sein, dass einfach seit den letzten 10 Jahren die Umsätze in der Musikindustrie fast auf die Hälfte zugegangen sind. Was hat denn dadurch bedeutet, dass Unterhaltungsindustrie ganz massiv Lobby betreibt auf Gesetzesebene in der EU, um eben ihre Gesetze durchzukriegen? Und auch sonst nicht gerade freundlich reagiert. Also ich denke, die meisten Leute wissen eben ungefähr, was passiert ist. Die Urheberrechte wurden verschärft. Es wurde irgendwann die Konkurrenz, als so die Aufkamen, so MP3 kommen und sowas, wurde einfach mal auf oder vernichtet anderweitig. Seit 1,5 Jahren, glaube ich, gibt es Klagen gegen Nutzer von Peer-to-Peer-Netzwerken. Und DRM soll natürlich breitflächig eingeführt werden, wird es auch zum Teil. Ja, und da gab es ja auch schon einiges hier an Vorträgen, unter anderem zum Rootkit und alle möglichen anderen spaßigen Sachen. Da wollen wir aber gar nicht so drauf eingehen. Ja, das ist ungefähr das und das ist echt nur ein Teil dessen, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Eine kurze Liste haben wir hier. Erstmal wurde Urheberrecht durch die WTO international festgeschrieben und in der WIPO ebenfalls. In den USA gab es erst den NET Act und dann vor allem den DMCA, den vielleicht der ein oder andere durch einige Diskussionen kennt, der im Prinzip deswegen entstanden ist, weil Disney Angst hatte, dass die Mickey Maus gemeinfrei wird und der aber auch schon 1998 in den USA die Umgehung von Kopierschutz verboten hat. Die EU ist dann nachgezogen 2001 bzw. 2004 mit den beiden Copyright Directive und Copyright Enforcement Directives. 2004 ist extrem weitgehend, geht unter anderem darum, dass
Daten bei Urheberrechtsverletzungen direkt an die Industrie übermittelt werden sollen. Die Umsetzung dessen in deutsches Recht ist aber auch noch nicht abzusehen, weswegen wir das auch erstmal rausgenommen haben. Und es gab eben den ersten Korb in der BRD 2003, der zweite Korb ist immer noch in der Diskussion. Auf jeden Fall gibt es eben auch in Deutschland dann die Umsetzung durch verschiedene Urheberrechtsreformen und eben den Paragraph 95a Urheberrechtsgesetz, den ich schon erwähnt habe. Das ist der Verbot der Umgehung von Kopierschutz. Ja, führt uns zu was? Führt uns zu, was darf ich eigentlich noch? Was darf ich noch machen, wenn eben einiges verboten wird? Ist immer so ein bisschen problematisch. Ich höre da auch die wildesten Geschichten zum Teil. Fass du noch mal ein bisschen zusammen. Bezüglich der File-Sharer-Technologien. Genau. Es geht darum, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, das ist im ersten Korb mit neu aufgenommen worden ins deutsche Urheberrecht und soll diesen ganzen Komplex erfassen und den Urhebern das alleinige Recht der öffentlichen Zugänglichmachung sichern. Und darunter fällt eben alles, was man auf seine Festplatte zur der Öffentlichkeit freischaltet, beziehungsweise landläufig ist das ja unter dem Begriff des Uploads irgendwie zu fassen. Das ist eben verboten und das Downloaden ist erlaubt, wenn das Werk nicht aus einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle stammt. Es gab da Differenzen zwischen Bundestag und Bundesrat. Bundestag wollte die rechtswidrige Quelle nicht in den Paragraphen mit aufnehmen, also auch weiterhin gebrannte CDs oder eben irgendwie im Netz stehende Sachen der Öffentlichkeit verfügbar machen, weil es immer um die Abwägung geht zwischen dem Schutz von Allgemeininteressen und eben den privaten Eigentumsrechten der Urheber. Also da wird Artikel 14 Grundgesetz, der das Recht des Eigentums garantiert, jedem Einzelnen eben eingeschränkt durch das Allgemeinwohl, sprich der Verfügbarkeit von Wissen und digitalen Kulturgütern für die Allgemeinheit. Und Bundesrat hatte da aber irgendwo seine Probleme mit und deshalb haben sie jetzt diesen leichtschwammigen Begriff der offensichtlich rechtswidrigen Quelle aufgenommen. Und darunter fallen halt auf jeden Fall beispielsweise Filme, die noch nicht in den Kinos gelaufen sind. Wenn die zum Download irgendwo bereitstehen, dann sind die eben offensichtlich rechtswidrig. Oder auch wenn Musik, Originalmusik bekanntermaßen kopiergeschützt ist, was man ja nicht unbedingt wissen kann, dann wäre das auch eine offensichtlich rechtswidrige Quelle. Ja, mach mal weiter. Ja, also wir haben hier noch drauf, also was halt immer in Deutschland ist, ist, dass erstmal bei Musik die GEMA-Vermutung gilt. Das heißt, wenn ich Musik veröffentliche, dann wird angenommen, ich bin GEMA-Mitglied und habe meine Musik auch, also läuft unter dem Schutz der GEMA. Das heißt, da gibt es dann bestimmte Aufführungsrichtlinien und ich kann die nicht so einfach so weiterverbreiten. Was wir hier noch recht problematisch finden, ist, dass zum Beispiel dass es überhaupt keine Regelung dafür gibt, dass wenn jemand seine Musik unter Creative Commons oder andere freie Lizenzen stellt, dann gilt trotzdem die GEMA-Vermutung. Das heißt im Klartext, wenn ich File Sharing mit Creative Commons oder ähnlichen Lizenzen betreibe, dann ist das so ein bisschen problematische Sache. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren kann, aber es ist eben auch noch nicht so richtig geklärt. Genau. Jenny erklärt uns noch kurz, was die Privatkopie ist. Kurz nochmal, die GEMA-Vermutung bedeutet einfach, dass im Streitfall die Beweislast dem Beklagten zugeteilt wird, also dass der quasi beweisen muss, dass seine Musik keine GEMA-Musik ist und er sie eben frei und sie eben frei verfügbar ist, beziehungsweise GEMA-Vermutung bedeutet, also wenn Musik der GEMA
zur Rechteverwertung, zur kompletten Wahrnehmung aller Urheberrechte abgetreten wurde quasi. Und die Privatkopie? Ja, die hatten wir zum Großteil schon. Also ich glaube, wichtig ist, dass die Privatkopie nach allgemeiner Auffassung 7 Kopien an Leute beinhaltet, die man persönlich kennt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wen kenne ich persönlich? Kenne ich jemanden persönlich, mit dem ich dauernd chatte? Ich würde sagen, ja, vielleicht andere nicht. Und vor allem ist auch dann immer die Frage, wenn ich auf eine LAN-Party gehe, dann und da zum Beispiel Sachen zur Verfügung stelle, dann ist das eben auch problematisch, weil ich dort nicht jeden kenne. Ja, da gibt's ganz viele Urteile, die früher aus anderen Bereichen stammen, was genau eine persönliche Beziehung ist. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen zumindest mal. Es wird jedenfalls auf eine persönliche Verbindung abgestellt in der Rechtsprechung. Und LAN-Partys würden da auf gar keinen Fall drunter fallen. Es wird eigentlich davon ausgegangen, dass öffentliche oder das einfach Treffen, wo an die 100 Personen zusammenkommen, schon öffentliche Treffen sind, wo nicht mehr alle persönlich verbunden sein können miteinander. Ja, stimmt das eigentlich, dass ich keine CDs mehr kopieren darf? Nein. Wir wollen ein bisschen mit Gerüchten aufräumen, die ich persönlich dauernd höre. Also es ist einfach nicht wahr, dass ich keine CDs mehr kopieren darf, selbst wenn Leute das manchmal behaupten. Ohne Kopierschutz darf ich zu privaten Zwecken immer meine CD rippen, ich darf sie immer auch an einen Freund weiter kopieren. Wenn der Kopierschutz wirksam ist, dann ist das ein bisschen problematischer. Wirksamkeit ist dabei leider noch nicht juristisch definiert, also das ist auch mal wieder eine wirklich schwammige Erklärung im Urheberrecht. Da wird auch abgestellt auf die Zielrichtung des Nutzers des Kopierschutzes. Also wenn der den Kopierschutz auf seiner CD hat, um sie eben seiner Ansicht nach jetzt gegen Kopien zu schützen, dann ist die wirksam, egal ob er jetzt geknackt werden kann oder nicht. Was aber oft passiert, also gerade bei Universal Music war das mal der Fall, dass einfach Copy Control draufgeschrieben wurde, obwohl gar kein Copy Control drin war. Da wurde einfach dann, haben die sich gedacht, naja, können wir ja mal draufschreiben, vielleicht kopieren weniger Leute, das hat auch erst mal ein paar Mal funktioniert. Das ist nicht mehr wirksam. Also nur draufschreiben reicht nicht. Einbinden reicht, da ist dann aber auch noch nie geklärt worden, was zum Beispiel mit diesen CDs es diesmal gab, wo man einfach mit einem Edding außenrum malen musste, um den Kopierschutz zu knacken. Generell ist das aber auch schon eine Absichtserklärung des Urhebers, dass da ein Kopierschutz drauf ist und damit wäre der wirksam. Kann ich in den Knast kommen, wenn ich Musik und Filme tausche? Also im Urheberrecht ist es drin, aber es ist bisher noch nicht vorgekommen. Von daher würde ich auch hier jedem empfehlen, sich nicht so viel Sorgen zu machen, schon gar nicht, wenn er einfach nur seine Files irgendwie shared, so wie jeder das hier tut. Ja. Bitte? Nein, ich hafte natürlich nicht für meine Aussagen, denn ich bin auch kein Jurist. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich wäre vorsichtig, ich würde aber, es ist halt bisher noch nicht passiert. Also es gab noch keine Haft, weil jemand Fall geschert hat. Es gab wohl ein paar Klagen und es gab Schadensersatzforderungen, aber Haft war da noch nicht dabei. Deswegen natürlich immer Vorsicht, aber mehr halt auch nicht, ja? Also das mit der Haft stimmt so. Aber ich weiß zum Beispiel aus Fällen im norddeutschen Bereich, dass die Haft nur deshalb nicht stattfindet, weil das Schülertausch auf dem entsprechenden Schulhof ist und die Kinder dafür nicht haftbar, also im Sinne des Strafrechts haftbar gemacht werden können. Das heißt, wenn ich das als Erwachsener in der Firma mache, mit meinen gerippten oder auch einfach nur kopierten DVDs durch die Gegend renne und die mit meinen Kollegen tausche, und mich dann da irgendwie mal jemand ans Bein pinkelt, wäre das sehr wohl möglich, dass ich dafür in Haft komme, weil das durchaus mehr als 7 Leute sind und das mit den persönlichen Beziehungen auch sehr fraglich ist innerhalb der Firma.
Und wie gesagt, da, wo es im großen Bereich stattgefunden hat, wo es auch vor Gericht gegangen ist, waren es fast immer Minderjährige und dann läuft das unter dem Jugendstrafrecht. Und dann gibt es einfach auch keine vernünftigen Verurteilungen in aller Regel. Also das Problem ist halt generell, dass es noch gar keine vernünftigen Verurteilungen zu dem Thema gibt. Ja, das muss man klar sagen, das wollte ich aber auch, darauf wollte ich auch hinaus. Also es ist, wie gesagt, es ist im Urheberrecht drin, dass man in die dass man auch in den Knast kommen kann, theoretisch. Aber es ist eben A, noch nicht passiert und B, ist überhaupt noch kein File-Sharing-Urteil jemals über eine höhere Instanz gegangen. Von daher ist das wirklich unklar. Aber was ich halt erlebe, ist, dass ganz viele Leute einfach wirklich glauben, dass sie wegen Besitz oder wegen Tausch wirklich in den Knast kommen können. Und da kann ich halt nur sagen, es ist halt noch nicht vorgekommen. Ich würde niemandem empfehlen, das wirklich bis zum Ende auszureizen. Will ja niemand, aber es ist halt eben noch nicht passiert bisher. Also es gibt im Strafgesetzbuch den Verbotsirrtum, der nicht den Vorsatz entfallen lässt beim Täter, sondern die Schuld. Wenn sich jemand in einem Verbotsirrtum befand, weil er zum Beispiel die Rechtslage nicht kennt und deshalb irgendwas macht. Und deshalb geht die Filmindustrie auch gerade mit so einer breitflächigen Propaganda einfach vor, um eben diesen Verbotsirrtum vermeidbar zu machen, weil ein vermeidbarer Verbotsirrtum führt eben nicht zum Wegfall der Schuld und macht dann eben auch die Leute strafbar. Und dann gibt es eben im Urhebergesetz diesen Paragraphen von wegen so und so Strafrahmen eingeführt, meine ich 108 oder 111. Und der ist auch erst seit dem 1. September 2004 überhaupt in Kraft getreten, weil man vorher einfach noch nicht quasi so streng vorgehen konnte, weil es einfach den wenigsten Leuten bewusst war, aber man noch nicht so streng mit denen ins Gericht gehen konnte, mit File-Sharern und so weiter, weil es eben noch nicht wirklich im Bewusstsein aller sein konnte, was das bedeutet im Internet und so weiter und so fort, was ja schon immer eher so eine Spielwiese war, die in einem rechtsfreien Raum eigentlich recht nah kam. Ja, und das letzte Gerücht ist immer, was ich oft höre, ist, dass Leute total Angst haben, wenn sie einen Stapel, so eine Spindel mit MP3-CDs oder sowas haben, die sie dann am liebsten unterm Bett verstecken wegen Besitz tatsächlich ist noch niemand verknackt worden. Wenn, dann war es immer das Anbieten im Internet oder das generelle Anbieten. Besitz an sich von kopiergeschützten Werken ist erstmal nicht strafbar, da nicht unbedingt nachzuvollziehen ist, ob es sich nicht um eine Privatkopie handelt. Also da würde ich auch erstmal dazu raten, nicht ganz so viel Angst walten zu lassen. Du hattest noch eine Frage dazu? Oder ich kann auch die Frage einfach wiederholen. Weiß nicht. Okay. Also ich habe gehört, dass wenn die Polizei zu Besuch kommt wegen einer Ruhestörung, also bei Partys kann das ja mal vorkommen, dass die dann auch Ausschau halten nach kopierten CDs, nach gerippten CDs und die auch gegebenenfalls beschlagnahmen. Wisst ihr da was drüber? Also habe ich noch nicht gehört. Die Frage ist immer, was passiert, wenn die Polizei die beschlagnahmt? Also mag schon sein, dass der ein oder andere Polizist eben auch nicht so richtig Bescheid weiß und natürlich kann er die beschlagnahmen. Frage ist dann, ob das irgendwie bei einer Anzeige gegen Ruhestörungen, na gut, Gefahrenvollzug und so weiter, aber die Frage ist vor allem, was dann passiert. Also eine Staatsanwaltschaft wird, glaube ich, deswegen nicht wirklich aktiv werden. Ist das analoge Kopieren einer digital kopiergeschützten CD eine Umgehung? Das ist nicht ganz klar und unter Juristen oft gefragt, beziehungsweise sehr heftig umstritten. Also vor allem so die Frage, was passiert, wenn ich eine DVD auf meine Videokassette ziehe? Ist das eine Umgehung des Kopierschutzes? Gibt die herrschende Meinung ist wohl ja. Das ist ja eine analoge Kopie, ne? Ja, genau. Analoge Kopien sind zulässig,
sind erlaubt und digitale sind verboten. Ja, aber das, die Frage ist halt, wenn du von digital auf analog kopierst, also das ist irgendwie so halb fragwürdig immer. Ja. Ich hab eine Antwort auf den vorhin mit dem Polizeirazzia, ja, und dann CDs mitnehmen. Das fällt, glaube ich, unter den Zufallsfund. Also wenn die Polizei irgendwo gerade ist und zufällig ein Verbrechen feststellt, dann kann sie Beweismittel dazu sichern. Ja. Und da gab es ein Urteil, wenn man jetzt eine Festplatte findet, zufällig, weil man gerade irgendwas anderes recherchiert, dann ist alles, was auf der Festplatte ist, kein Zufallsfund, weil das unrechtmäßig viel, unverhältnismäßig viel ist, was auf der Festplatte drauf ist. Also die kann zum Beispiel schon mal nicht, wenn sie die Festplatte zufällig beschlagnahmen muss, weil der irgendwas ganz wenig Böses gemacht hat und dort alles Mögliche viel Böses drauf findet auf der Festplatte, kann sie den nicht jetzt wegen jedem anderen, was dort noch drauf ist, mitbelangen. Und ich nehme mal an, so ein Urteil könnte man dann auch zu Rate ziehen bei dieser Geschichte. Ja, also es gibt halt immer generell auch so die Frage nach Verhältnismäßigkeit und dann noch die Frage, wer dann Interesse daran hat, jemanden mit einer Spindel CDs deswegen irgendwie zu verklagen. Also ich würde deswegen nicht keinen Selbstentzündungsmechanismus um meinen CD-Schrank bauen. Ja. Wir hatten jetzt bisher gesprochen von Gefängnisstrafen und Beschlagnahmung. Das erscheint mir beides jetzt relativ extrem. Also das eine extrem heftig, ja, das andere extrem leicht. Wie sieht das denn mit realistischen Szenarien aus? Das heißt, wurden schon Geldstrafen verhängt? Wenn ja, in welcher Höhe? Muss ich damit rechnen? Also, im Zweifelsfall? Das ist auch so eine Sache. Es gab meines Wissens nach noch keine Verurteilung wegen File-Sharing zu Geldstrafen. Es gab wohl außergerichtliche Einigungen, die auch dann in Höhe zwischen 8.000 und 10.000 Euro, je nachdem, die gab es ein paar hundert Mal. Die Gefahr ist, wenn ich File-Sharing betreibe, immer da, dass irgendwann ein Brief von der Staatsanwaltschaft ins Haus flattert, sie haben Urheberrechtsverletzung begangen, dass eine Zivilklage angestrengt wird und dass sich dann irgendwelche Herren von Urheberrechtsindustrie sich mit dir gütlich einigen und du dann 10.000 Euro zahlst. Das ist definitiv ein Problem und das ist definitiv so und damit muss man einfach rechnen, wenn man File-Sharing betreibt. Aber 10.000 Euro sind jetzt auch kein Pappenstiel, also ja, vielleicht. Nee, das ist einfach, wir wollten jetzt damit aufräumen, das kommt aber gleich auch noch ein bisschen. Nein, aber die Staatsanwalt, also der Weg ist ja einfach, dass erstmal, das ist schon klar, aber der Weg ist, dass du als Privatperson keine Auskunft über IP-Adressen und sowas kriegen kannst. Das heißt, du machst erstmal eine Strafanzeige und darüber hinaus dann eben eine Zivilklage und die Strafanzeige wird meistens eingestellt bisher. Also strafrechtlich wird die professionelle Piraterie jedenfalls verfolgt, wenn Leute einfach gewerblich DVDs brennen, die nicht lizenziert sind, die werden strafrechtlich verfolgt. Da war noch eine Frage. Ich habe ein bisschen jetzt Urteile in Richtung File-Sharing mitverfolgen können, was mir jetzt gar nicht so bewusst ist. Das sind Fragen, wo es darum geht, inwieweit eine IP inzwischen, sagen wir in Zeiten offener WLANs etc., von WGs, von Hausnetzen etc. überhaupt noch Beweiskraft hat. Und so mein letzter Hintergrund ist diese eine Geschichte mit einem Wurm, der unter anderem auch einen BitTorrent-Client auf dem Rechner installiert und dann eben selbstständig anfängt, Medienfiles aus dem Netz zu laden. Und sind euch da Urteile bekannt, wo die Gültigkeit einer IP-Angabe, die der Provider rausgeben müsste, in Frage gestellt worden sind? Nein. Ich weiß aber von einem Fall aus der entferntesten Bekanntschaft, dass wohl angeblich jemand mal wegen Kinderpornos verhaftet wurde und der standfest behauptet hat, dass er wohl einen Wurm gehabt haben muss und dass jemand anders irgendwie seinen Rechner gehijackt hat, um das weiter zu verbreiten. Kann ich auch nicht sagen, ich habe den Fall nicht weiter verfolgt. Also in so einem Fall wäre vielleicht auch mal ein Urteil zu erwarten. Ich glaube erstmal nicht, dass sich das so schnell auf File-Sharing
Also ich würde die Urteile, die dann eventuell kommen, in anderen Bereichen vermuten, will ich damit sagen. Und mir ist kein Urteil dazu bekannt. Wir wollen ein bisschen weitergehen. Wir können ja später nochmal Fragen stellen und so weiter. Ich wollte nochmal ganz kurz darauf eingehen, was eben, beziehungsweise das hatten wir eigentlich schon, eben das aktuelle Urheberrecht. Wir haben hier problematischerweise einen juristischen Schutz von technischen Schutzmaßnahmen mit dem Verbot, diese zu umgehen. Das heißt, im Klartext, was ist eigentlich, wenn mein Urheberrecht eigentlich 70 Jahre nach dem Tod ausläuft, aber der Kopierschutz weitergeht? Solche Sachen sind auch noch überhaupt nicht geklärt. In Zukunft wird es auch eben Haftbarkeits- und Auskunftspflichten von ISPs geben. Das ist auch schon in der zweiten Urheberrechtsrichtlinie jetzt der EU geregelt. Wann die in Deutschland umgesetzt wird, ist noch nicht ganz klar. Die Folie ist aber eigentlich auch aus Versehen reingerutscht. Genau. Wir wollen ein bisschen von Frankreich erzählen, weil Frankreich ist momentan der Ort, wo am meisten im Urheberrecht passiert. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben da ungefähr was mitbekommen von euch? Okay, also lang nicht alle. Ursprünglich war in Frankreich bis vor ein paar Wochen geplant, alle Dateiübertragungssoftware, die kein DRM und keine Wasserzeichen implementiert, zu verbieten. Software wie VLC sollte verboten werden, also Videoline-Client. Urheberrechtsverletzer, auch kleine, also auch Privatkopierer, sollten mit drastischen Strafen bedroht werden, bis zu 300.000 Euro und 5 Jahren Haft. Und eine Privatkopie dadurch faktisch abgeschafft werden. Das war bis vor ein bisschen mehr als einer Woche der Gesetzesentwurf, der in Frankreich eingebracht wurde ins Parlament. Es gab dann eine spontane Petition mit über 100.000 Unterschriften. Es gab massives Lobbying seitens aller möglicher Verbände, seitens der Free Software Foundation, seitens einer Gruppe, die Audionaut heißt, und viele andere. Was dann passiert ist, also das so als Horrorvision, ist, mit zwei Änderungsanträgen mitten in der Nacht um 1 Uhr mit 30 zu 28 Stimmen wurde die Legalisierung von Tauschbörsen ins Parlament eingebracht, die konkret festgelegt hat, dass ISPs 8,50 Euro an die Musikindustrie zahlen sollen pro User und die dafür frei Musik tauschen und Filme tauschen dürfen. Das war mitten in der Nacht und am nächsten Tag gab es so viel Aufruhr und so viel Chaos, dass bis irgendwie 17, 18 Uhr abends überhaupt nichts Klares in den Medien stand, außer im Ausland, also außer in Frankreich. Also in Deutschland war es wirklich extrem lange der Fall, dass man einfach gar nichts gefunden hat. Inzwischen ist es so, dass der französische Kulturminister sich nochmal eingeschaltet hat. Es soll noch weiter debattiert werden. Es gab natürlich dann, bei 577 Abgeordneten 30 zu 28 ist ein bisschen wenig. Das wird jetzt nochmal debattiert. Am 17. Januar ist hier die Entscheidung im französischen Parlament. Aber das sollte einfach nur ganz kurz zeigen, wie es auch aussehen kann, wenn man ein bisschen was macht und wie einfach so die beiden Modelle aussehen können. Du hattest jetzt eine konkrete Frage, bevor wir weitergehen. Ja, die 8,50 Euro, ist das eine einmalige Abgabe oder jährlich? Nein, dazu komme ich auch gleich nochmal so ein bisschen ausführlicher. Aber das war auch nicht ganz klar, weil ich auch nicht so gut Französisch kann. Ich glaube, das ist auch generell, ist da noch niemand so richtig durch die Gesetze und Änderungen durchgestiegen. Ungefähr 8,50 Euro war der Plan, dass ISPs im Monat an die Musikindustrie bzw. an die SACEM, das ist die französische GEMA, zahlen sollen, die das dann weiterverteilen soll als Kompensierung dafür, dass Peer-to-Peer legalisiert wird. Was eine ziemlich genaue
Vorstellung dessen ist, was wir uns auch als Option für die Zukunft vorstellen können, nämlich Pauschalgebühren statt Leute zu kriminalisieren. Wir schlagen vor, wenn mein PowerPoint bzw. mein OpenOffice das mag, komm schon, danke. Wir schlagen vor, Internettauschbörsen zu legalisieren, und zwar für Filme und Musik, alles andere können wir auch noch diskutieren. Wir schlagen vor, dass niemand mehr kriminalisiert wird. Wir schlagen vor, dass Datenschutzgrundrechte gewahrt bleiben. Wir schlagen vor, dass jeder einen besseren Zugang zu Musik und Filmen hat und haben dabei ein Problem, dass die Künstlerinnen zu wenig Geld kriegen. Naja, zu wenig nicht, aber zumindest weniger. Ist ganz klar, wenn alle File-Sharen und File-Sharing dann auch noch legalisiert ist, dann geht zwangsläufig der Anzahl an verkauften Tonträgern zurück. Deswegen schlagen wir vor, dass pro Download aus einer Summe von Pauschalgebühren, die wir ungefähr auf 5 Euro pro DSL-Anschluss oder andere Sachen beziffern würden, vergütet wird. Heißt im Klartext, dass wir eine größere Musikvielfalt hätten und weniger Abhängigkeit von den Labels. Dazu komme ich, ja. Verlieren würden die Plattenläden und die Labels. Ich mache das schnell, weil das noch ein bisschen ausführlicher kommt. Ja, digitale Privatkopien zum Tausch zu privaten und nicht kommerziellen Zwecken wollen wir eben konkret erlauben. Die Kulturflatrate, wie wir sie nennen, würde eben ein alternatives Vergütungssystem darstellen. Was wir momentan zum Beispiel haben, ist bei Audio-CDs so eine Lehrmittelabgabe, wenn ich einen Rohling kaufe, dann sind da ein bisschen GEMA-Gebühren drauf, wenn die dann eben über die GEMA weiterverteilt werden. Genau das Gleiche wollen wir eben auch auf MP3-Abspielgeräte und Ähnliches, auf Internetzugänge. Und das Ganze dann über Download-Häufigkeit und Abspielhäufigkeit ausschütten. Hier ist ein bisschen problematisch. Was wir nämlich vorschlagen, ist, das Ganze so zu machen, dass alles, was Datenschutz beinhaltet, gewahrt bleibt. Das heißt, man müsste vor allem über Freiwilligkeiten gehen und Freiwilligkeiten laden zur Manipulation ein. Vielleicht kann man darüber auch einfach mal noch ein bisschen diskutieren. Es gibt ja auch so Sachen wie Audio Scrobbler oder sowas, die könnte man dafür auch einsetzen. Genau, und was wir damit erreichen wollen, ist eben, also wenn wir 5 Euro im Monat auf einen DSL-Zugang, 1 Euro zum Beispiel auf einen ISDN-Zugang oder sowas machen, dann kämen wir zumindest, wenn wir die Daten von 2003 nehmen, auf 413 Millionen Euro, was, wenn man sich die Kurve mal ein bisschen genauer anschaut, ziemlich genau das ist, was der Musikindustrie wirklich verloren geht. Denn wenn man sich eine Kostenzusammensetzung von der CD anguckt, dann gehen sowieso nur 14% in die kreativen Leute. Alles andere ist Vertrieb, Label, Werbung und das muss nicht unbedingt vergütet werden. Genau. Künstlerinnen könnten ohne irgendwelche Überwachung von Konsumenten bezahlt werden. Das Internet würde nicht eingeschränkt werden, wie es momentan eben der Fall ist, mit allen möglichen Sachen. Also auch die Data Retention Richtlinie, die jetzt breitflächig umgesetzt werden soll, wurde massiv von Urheberrechtsindustrie, vor allem die Motion Picture Association, gefördert oder lobbyiert, weil die eben auch darauf Zugriff haben wollen irgendwann. Und wir sehen darin natürlich auch eine Chance, dass einfach mehr Wissen und mehr Kulturgüter eben für alle zugänglich sind und nicht nur für die, die es sich leisten können. Ja, analoge Distribution viele weg, das habe ich eben gerade schon bei der Kostenzusammensetzung gesagt. Deswegen könnte eben die Verluste ganz gut ausgeglichen werden. Ja, jetzt sind wir schon bei der Kampagne. Ich bin da recht schnell durchgehudelt, weil ich glaube, dass es noch einige Fragen gibt und wir auch nicht mehr allzu viel Zeit haben, wenn ich gucke. Wir sind eben zusammen mit der Grünen Jugend die Kampagne fairsharing.de. Es gab letztes Jahr die Berlin Declaration,
bei der Wizards of Oz. Momentan, ja, das ist blöderweise die alte Folie, also momentan sind wir nicht in der Kampagnenplanung, sondern haben konkret eine Unterschriftenliste gestartet im Februar. Da haben mittlerweile 8000 Leute unterschrieben, die sagen, wir wollen keine Kriminalisierung mehr, wir wollen eine offene Diskussion, zum Beispiel über Alternativen, zum Beispiel die Kultur Flatrate. Wir haben ein bisschen Geld gekriegt von der Bewegungsstiftung und wir haben unser schönes Logo hier und es gibt auch draußen beim Föbut-Stand tolle T-Shirts. Und das war es eigentlich erstmal, weil ich echt Bedarf an Fragen und Diskussionen sehe. Das ein bisschen abkürzen möchte. Dankeschön. Ich hab vielleicht mal eine Frage und zwar, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass also neben der Flatrate daneben noch gesagt wird, für jede Aktion, für jedes Abspielen eines Mediums soll ich nochmal bezahlen. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Nee. Gut. Pauschal soll jeder Geld dafür zahlen, was also A, für einen MP3-Player, ein paar Euro auf ein iPod oder sowas und B, eben auf seinen Internetzugang. Ja, das soll aber dann eben auch noch ein bisschen erhöht werden und in die richtige Richtung gehen. Das heißt, Abspielhäufigkeit bedeutet einfach, dass man versucht, irgendwie zu samplen, wer lädt was runter und wie oft wird es gebraucht. Also ein neuer Song von Madonna wird vielleicht 1000 Mal runtergeladen, weil jeder Madonna kennt, aber nur einmal abgespielt pro Nase. Und dann gibt es irgendwelche Bands, die 100 Mal runtergeladen werden, aber einfach eine riesen Fanbase haben, die Musik täglich hören. Und um da auch ein bisschen Ausgleich zu schaffen, sollte man eben sich überlegen, wie man Abspielhäufigkeit misst. Da gibt es verschiedene Ideen. Also man könnte zum Beispiel anfangen, in MP3-Player so Listen zu implementieren, die dann irgendwie anonym hochgeladen werden können. Oder es gibt sowas wie Audio Scrobbler, der das sowieso macht. Oder man könnte einfach so wie bei den Fernsehumschaltquoten Leute haben, die das freiwillig bei sich einrichten und automatisch mitmessen lassen. Also da gibt es verschiedene Ideen. Und das andere ist eben, dass man einfach über die ISPs, das heißt nicht personenbezogen, sondern die Online hat so und so viele Millionen Zugänge, also zahlen sie so und so viele Millionen Euro an Pauschalgebühren und damit wäre das eben abgedeckt. Eine Frage, wie seht ihr das Problem bei freien Netzzugängen, also gerade Funkfeuer, Freinetz und so weiter, die sich ja nicht über Gebühren finanzieren, sondern halt über die Mitarbeit. Wie will man da dann eine Abrechnung machen und Gebühren einheben? Also ich glaube sowieso nicht, dass man alles immer erfassen kann, also gerade auch freie WLANs, wenn ich das WLAN von meinem Nachbarn mit benutze oder für die WG eben 4 Leute statt einer Person File-Sharing betreiben, dann ist das halt eben dadurch abgedeckt. Also genau. Nein, natürlich wollen wir weder eine GEZ noch eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA, die das eben auch recht ungerecht macht. Deswegen haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das ein bisschen fairer gestalten könnte. Da vorne gibt es auch noch ein Mikro. Ja, und zwar bei den GEMA-Gebühren würde ich doch ganz mal wissen, wie viel geht denn dafür überhaupt wirklich an die Künstler? Oder ist es wie die GEZ, die meisten Gebühren selber frisst mit ihrer Bürokratie? Jenny weiß das, glaube ich, recht genau. Genau kann ich das auch nicht sagen, aber ich weiß, dass auf jeden Fall der Verwaltungsapparat der GEMA ein gigantischer ist und die Kosten, die GEMA am Laufen zu halten, auf jeden Fall extrem hoch sind. Also die schreibt sich ja auf die Fahne, Musik hat ihren Wert und wir verfolgen die Rechte der Künstler und nehmen die teilweise auch individuell wahr und dann werden die Gelder wirklich 1:1 an die Künstler ausgeschüttet, bis auf den geringen Mitgliedsbeitrag, den so ein Künstler zahlt. Aber im Großen und Ganzen sind das nur bestimmte Rechte, zum Beispiel die Vervielfältigungstantiemen von Tonträgern, die man ganz genau zurückführen und abrechnen kann. Und gerade diese Pauschaleinnahmen werden sehr ungerecht ausgeschüttet. Das also, steht fest. Außerdem geht dann ganz viel Geld an so Leute, die irgendwie von Friseurladen zu Friseurladen tingeln und schauen, ob der auch GEMA angemeldet ist und sowas. Ja, das ist ja der Verwaltungs- genau, also die Angestellten.
Naja. Du hattest eine Frage da vorne. Ja, ihr hattet so eine Tortengrafik, wo 14% der Einnahmen an die Künstler gehen. Ist das denn wirklich so? Also ich habe gelesen, ich glaube sogar in dem Heftchen von der Jenny Luise Becker, dass die Plattenfirmen da alle Möglichkeiten noch haben, das zu verrechnen. Also das ist erstmal nur das, was wirklich an Kreative geht. Das muss nicht unbedingt an den Künstler selber, viel landet beim Produzenten oder ähnliches. Und das ist erstmal nur die Zahl, die nicht quasi in reine Marketingmaßnahmen oder in Vertriebsmaßnahmen geht. De facto ist es so, dass es viele Künstler sogar Schulden bei ihren Plattenfirmen haben, weil sie irgendwie erstmal noch Vorschüsse zurückzahlen müssten und so weiter. Also das ist tatsächlich nur die Zahl, die wirklich als das, was die Plattenfirmen dann an die Kreativen abrechnen, im Raum steht. Dann bedeutet das im Klartext, dass immer weniger Leute CDs kaufen oder den Künstler Geld geben. Es gab auch mal irgendwie 2000 oder 99 oder sowas so eine Plattform in den USA, die gesagt hat, naja, wir finden Napster ganz klasse und lasst uns doch, um den Künstlern trotzdem Geld zu geben, so eine Spendenaktion ins Leben rufen. Und die ist halt leider nach einem knappen Jahr eingeschlafen, weil dann doch niemand mehr gespendet hat. Dafür muss es halt eben so einen Ausgleich geben. Und das ist eben unsere Alternative, wäre dann eben so eine Kulturflatrate. Jetzt gibt es da hinten eine Frage erstmal. Ja. Und zwar habe ich die Frage, es ist doch, also ich finde es überhaupt total unpraktikabel. Entweder müsst ihr Unmengen von Traffic mitschneiden, dass ihr quasi Data Retention betreibt, oder also ich weiß nicht, wie wir es vorstellen sollen, wie ihr in einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk kontrollieren wollt, was runtergeladen wurde. Also, es gibt Firmen wie Big Champagne, die das jetzt schon machen, also die auch nicht Data Retention betreiben, sondern einfach schauen, einfach mal in eDonkey gehen und grob gucken, wie viel Mal ist dieses und jenes Stück verfügbar gerade, das eben so ein bisschen analysieren, hochrechnen und dann geht das einigermaßen, also mit Abstrichen einigermaßen präzise. Ja, also ich sehe ein, dass es bei zum Beispiel modernen, also mit aktuellen Kinofilmen geht oder bei zwischen Madonna, aber gerade bei kleinen Künstlern bringt eine Statistik gar nichts, weil die, wenn es eine relativ kleine Community gibt, also ich mache zum Beispiel Musik, die nur von wenigen Leuten gehört wird, würde ich durch sowas überhaupt kein Geld bekommen. Aber wieso denn? Also ich lade meine Musik, wenn ich sie runterlade, fast nur bei Soulseek und da auch eher Sachen, die einfach nicht mehr erhältlich sind. Aber da kann ich sehr wohl sehen, was gerade von Throbbing Gristle aus Ende der 70er Jahre noch verfügbar ist und das kann man sich ja auch hochrechnen. Also man muss auch ein bisschen annehmen, dass diese ganze Anonymisierungsbestrebung, die es jetzt irgendwie auch mit irgendwelchen Tor- oder Freenet-Sachen gibt, dann ja auch gar nicht mehr so richtig nötig wären. Muss man sich auch immer im Kopf behalten, dass eben File-Sharing dann, wenn es legalisiert würde, auch ein bisschen offener betrieben werden könnte. Und dann könnte man auch Statistik ohne jetzt, also IP-Adressen sind ja erstmal auch pseudonym, könnte man Statistiken eigentlich ganz gut auch so betreiben. Ich anonymisiere aber, weil ich nichts zu verbergen habe. Nicht, weil ich etwas zu verbergen habe. Naja, brauchen wir, du kannst ja erstmal gucken, wie viele Sachen gibt es im Netz und das kann ich machen oder das kann halt auch eine Software machen. Und da kann man schon relativ gut hochrechnen und wenn man halt wirklich alles einbezieht und dann noch irgendwelche so Samplings wie eben Fernseh-Einschaltquoten macht, dann geht das schon relativ gut, wobei es natürlich immer problematisch ist, ist klar. Ja, eine kleine Anmerkung, du hattest gesagt, die Kopierschutze, wenn Werke frei werden nach 70 Jahren nach Tod des Autors. Ich wollte dazu sagen, dass nach § 95 Urheberrechtsgesetz nur urheberrechtlich geschützte Werke halt nicht geknackt werden dürfen. Und sobald die dann gemeinfrei werden, wird der Paragraph halt nicht mehr greifen. Naja, das ist eine Frage, ob das technisch möglich ist. Dann eben, also kommt es zum Stichwort digitales Vergessen. Ich frage mir eben genau, also das ist halt die Frage, was passiert in, wenn ich jetzt einen Song mache und in 40 Jahren sterbe und dann quasi nach 110 Jahren mein Kopierschutz geknackt werden soll,
ist ein bisschen problematisch. Ich meine, gut, da gibt es noch so Sachen wie das irgendwie so dieses deutsche Archiv, das alles speichert und auch offiziell Kopierschütze brechen darf, aber generell ist das eben so eine problematische Sache. Und eine Frage noch, ist es auch verboten, Anleitungen ins Netz zu stellen, wie man irgendwie einen Kopierschutz umgeht? Oder ist es dann, so, bitte nochmal. Ist es auch verboten, eine Anleitung ins Netz zu stellen, wie man Kopierschutz umgeht? Ja, also da gab es auch schon Klagen gegen verschiedene oder beziehungsweise die Computerzeitschriften, die das früher sehr, sehr gerne gemacht haben, dürfen das jetzt eben nicht mehr machen und machen das auch nicht mehr. Und da gab es ja auch irgendwie... gibt es ja auch noch ganz andere rechtliche Grauzonen, so wie Heise eben, die nicht mehr verlinken durften auf eine Seite, die Kopierschutzumgehung bereitstellt. Das ist jetzt gerade vor dem Bundesverfassungsgericht, da sind wir ziemlich drauf gespannt, was damit passiert. Gut, danke. Ich finde die Idee der Kulturflatrate an sich, wie ihr die vorschlagt, eigentlich sehr, sehr gut. Hier vorne. Ja, Entschuldigung. Okay. Es wurde auch vorhin schon angesprochen, dass das Problem besteht, wie das Endkundenbilling gemacht wird. Worauf wir allerdings nicht so ganz einging, war, wie soll der Geldfluss stattfinden? Das heißt, wenn der Endkunde jetzt irgendjemandem das Geld gibt, sagen wir einem ISP, an wen würde der ISP diese Geldmenge abführen und nach welchem Schlüssel würde das zwischen den großen und den kleinen Labels verteilt werden, um eine gerechte Verteilung zu erzielen? Ich denke, das müsste man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man das als effektiven Vorschlag vorbringen würde. Realistisch wäre schon zunächst GEMA und GEZ da irgendwie mit. Ja, GEZ ja nicht, also GEMA und VG Wort eher. Aber die GEMA ist halt einfach mal ein komischer Verein und den wir auch nicht befürworten, aber generell müsste das natürlich schon über eine dann neu zu gründende, hoffentlich Verwertungsgesellschaft gehen, die dann eben ihre Schlüssel hat, deswegen meine ich auch dieses Sampling und Downloadraten und so weiter, um festzustellen, wer was drunter geladen hat, um das richtig auszusetzen. Das müsste über alle Peer-to-Peer-Netze stattfinden, dieses Sampling. Ja. Ist das technisch realistisch? Also wie gesagt, es gibt Webseiten wie Big Champagne, die das jetzt schon machen, die relativ genau auch so Download-Charts und sowas zur Verfügung stellen können und sagen können, okay, der letzte Song von Eminem wurde jetzt gerade diese Woche 1,3 Millionen Mal runtergeladen und damit kann man das schon relativ genau machen und wenn man da noch Anstrengungen intensiviert und dann auch noch so ein paar andere Mechanismen einführt, dann halte ich das für relativ genau, wobei das natürlich immer noch ziemlich ungenau ist. Ich wollte noch mal kurz was zur GEMA sagen. Also das ist ein eingetragener Verein, dessen Satzung von den Mitgliedern des Vereins gemacht wird. Sprich, die GEMA zeigt sich immer je nach Zeitgeist anders. Also in 20, 30 Jahren ist die GEMA wahrscheinlich irgendwie von Leuten regiert, die heute File-Sharing betreiben und Kopierschutze knacken. Von daher kann man nicht die GEMA jetzt die ganze Zeit so verteufeln. Da sind die ordentlichen, sogenannten ordentlichen Mitglieder eben einfach gerade 60-, 70-jährige Komponisten und Notenverleger, die überhaupt keinen Zugang zu den aktuellsten, heißen Fragen der Gegenwart haben. Von daher ist es eben so veraltet und unbeweglich, das System. Ja, wobei man noch dazu fügen muss, dass du ordentliches Mitglied nur werden kannst, wenn du eine bestimmte Anzahl von Alben überhaupt verkauft hast. Also im U-Musikbereich. Ja, das steht eben so in der Satzung. Und wenn sich da jetzt einfach viel mehr Fluktuationen in der Musikindustrie abzeichnet, dann wird eben auch die Satzung geändert von den Mitgliedern irgendwann. Okay, wir haben noch 3 Minuten oder sowas. Deswegen kurz fassen. Ich fasse mich dann auch kurz. Okay, also... was mich wirklich ärgert, ist einfach, dass ihr ein altes Institut durch neue ersetzen wollt. Die ganze Bürokratie, die hinter diesem GEMA-Verein steckt, sprich irgendjemand sucht sich die Tauschbörsen heraus und versucht diese Statistiken, anhand der Statistiken Geld einzubeziehen, geht ganz klar gegen dieses File-Sharing und gegen die Grundsätze von diesem Internet, soweit ich es verstanden habe. Weil eigentlich ist das Ganze, es beruht darauf, ich setze was frei rein und ich kann mir was frei runterladen. Und es ist nur, der einzige Weg wäre, ich kann was spenden. Und das muss ich auch nicht machen, indem ich meinen Namen sage, sondern es gibt so eine Art Prepaid-Card fürs Internet, indem du einfach du zahlst irgendwo am Kiosk dann deine Marke für 50 Euro und dann kannst du einen Betrag dann einfach abgeben. Das ist für Bücher, für PDF,
Bücher, also für E-Books, okay. Gibt es schon. Und ich finde es einfach irgendwie ein bisschen unsinnig, wenn ihr jetzt anfangt, in neues Leute wieder drauf anzusetzen, um Statistiken aufzuwerten, weil Statistiken sind eigentlich nur für Leute gedacht, die damit versuchen, das zu belegen und damit Geld zu verdienen. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, es ist nicht im Sinne der Künstler. Also ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ich sehe das ein bisschen anders, aber wir müssen echt mit der Zeit voranschreiten. Ich glaube, da kann sich auch jeder seine eigene Meinung bilden. Ich schaue mir jetzt mal ganz kurz, 57, okay, noch 3 Minuten. Stefan, mach doch einfach mal kurz, du hast nämlich eine ganz andere Meinung, ich weiß. Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage, ich meine, oder 2 Punkte. Der eine ist, ihr schlagt ja eine Pauschalabgabe auf Internetzugänge vor. Das ist aber irgendwie nicht sehr gerecht für die vielen Leute, die das Internet benutzen, ohne irgendwie Musik downzuladen, mich zum Beispiel. Also das heißt, die Leute, die keine Musik downloaden, zahlen trotzdem diese Abgabe. Und an der Stelle ist eben auch das Internet nicht vergleichbar mit irgendwelchen Medien aus der alten Zeit, also Kompaktkassetten oder irgend so ein Kram, wo man noch einigermaßen rechtfertigen kann, da GEMA-Gebühren zu erheben. Und der andere Punkt ist halt auch, dass natürlich diese Abgabe quasi hauptsächlich an die Microsofts der Musik geht, also vielleicht nicht Musikindustrie, aber dann sowas wie Madonna oder so. Und ich habe das Gefühl, die brauchen es nicht unbedingt. Also, ich sehe das ein bisschen anders in 2 Punkten. Also Punkt 1, ja, auch jemand, der keine Musik runterlädt, wo man dann überlegen kann, ob man Firmen zum Beispiel ausnimmt, weil die halt definitiv nicht dazu da sind, Musik runterzuladen. Jemand, der keine Musik runterlädt, muss natürlich zahlen. Auf der anderen Seite gehen auch ein Teil meiner Steuern und Abgaben dafür raus, dass Opern finanziert werden, obwohl ich nicht in die Oper gehe. Und wenn ich einen Fernseher habe, dann zahle ich auch für ARD und ZDF, wenn ich vielleicht nur die ganze Zeit Premiere oder RTL gucke. Wobei das eben auch, also es ist einfach, ich will jetzt nicht die GEZ irgendwie loben, keineswegs, aber ich will einfach nur sagen, es gibt eben, wenn ein allgemeines Interesse da ist und das halte ich für gegeben, dann kann man eben, dann muss man eben ein bisschen sehen, dass diesem allgemeinen Interesse gerecht wird. Ich mache es schnell, lieber fragen, als dass ich noch mehr sage. Ja, ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen oder in Anrichtung nochmal zu gucken, dass Musik machen die Menschen ja schon seit mehreren tausend Jahren eigentlich. Und wenn man mal überlegt, dass, ich weiß nicht genau, wann die Schallplatte jetzt erfunden wurde, das wisst ihr bestimmt besser, aber 100 Jahre oder irgendwas, eigentlich seitdem es erst möglich ist, dafür auch Geld zu verlangen und verkauft wird. Also der Markt eigentlich für Musik relativ kurz existiert. Und vorhin hatten wir schon das mit, ja, mach doch Konzerte oder, also gibt es vielleicht andere Formen. Jetzt haben wir halt seit ein paar Jahrzehnten oder eben nach kürzerer Zeit die File-Sharing, Internet, das ist alles ganz toll. Und das ändert vielleicht auch wieder die Marktstruktur insgesamt. Also vielleicht muss einfach auch, es wird von alleine irgendwas passieren in der Richtung. Ja. Und ich würde noch einfach nur als Empfehlung Flip-Flop, digitale Datenströme von Stefan Heidenreich, ist ein sehr schönes Buch, wo es genau um diese Dinge geht. Also wo der... Es wird sich sowieso was verändern. Die Frage ist, ob die Veränderung dann nicht irgendwann ein völlig der Verderben des Internet aussieht, indem man auch rechtlich nicht mehr viel darf. Und davor wollen wir halt eben warnen. Und das ist eben unsere Alternative zu so einer schrecklichen Zukunftsvision. Ja, oder vielleicht gibt es halt keine Madonnas mehr. Vielleicht müssen wir alle wieder selber Musik machen. So. Ja.